Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Doppelinterview. Roland Bischoff ist bei mir aus Berlin, der Erfinder des deutschen Fußballbotschafters, schon seit einigen Jahren etabliert in Berlin, im Außenministerium zuletzt geehrt, Jürgen Klopp als Welttrainer, aber eben auch deutscher Fußballbotschafter. Wir werden von Roland einiges dazu erfahren, was es auch mit der Wertevermittlung durch den Fußball auf sich hat. Und zu meiner Rechten Klaus Vogt. Er lächelt schon, weil so ist einfach sein Charakter. Er hat den FC Playfair ins Leben gerufen und kommt aus der Stuttgarter Gegend, ist Unternehmer, Fußballer mit Leidenschaft und er verbindet die Fankurve und den VIP-Bereich. Demnächst vielleicht auch bei einem Bundesliga-Club, aber darüber reden wir später. Klaus, der FC Playfair, dein Verein, den du mit vielen netten Menschen ins Leben gerufen hast. Was ist die Kernaufgabe? Playfair klingt so ähnlich wie Fair Play, hat viel mit Wertevermittlung zu tun, oder? Genau, sehr viel mit Werten. Also der FC Playfair setzt sich für die Fußball-Fankultur ein, das heißt für die Menschen, die ins Stadion gehen, die den Fußball lieben, übervereinlich, bundesweit. Das heißt, wir versuchen den Fußball als schützenswertes Kulturgut bei der UNESCO zu schützen, wollen ein Stück weit mit dem Verein die Kultur bewahren und die Zukunft gestalten, nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für die Vereine. Ja, super. Also Kultur bewahren, Zukunft gestalten. Wir sind ja in gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und bewahren und gestalten ist auch etwas, was Trainer in aller Welt oder Fußballer machen. Das hat sich Roland Bischoff auch in dieser Richtung überlegt und hat den deutschen Fußballbotschafter ins Leben gerufen. Roland, vor 5 oder 6 Jahren, ihr seid ja mittlerweile immer im Außenministerium am Start. Ja, 2012 haben wir ins Leben gerufen, 2013 war die erste Preisverleihung, weil das ist der Höhepunkt im Jahr letztendlich. Das war noch in Nürnberg, lustigerweise das erste Jahr. Und da wurde uns sehr schnell klar, das Ding gehört einfach nach Berlin. Und dementsprechend sind wir seit 2014 in Berlin, die letzten 5 Jahre gewesen. Der Außenminister war bis auf einmal immer da auch letztendlich voran. Wir machen es im Auswärtigen Amt und ja, das bringt auch die Anerkennung für die Leute, denen wir eigentlich eine Plattform auch geben wollen. Über die wollen wir gleich reden, aber das Thema Nürnberg, hat das was mit eurer Kooperation mit dem Kicker zu tun, weil der sitzt ja dort? Stimmt, also der Kicker war einer der Kooperationspartner, der Oberbürgermeister Dr. Mali war von Anfang an auch dabei, wir hatten viel Unterstützung aus Nürnberg am Anfang erhalten, aber auch alle waren einverstanden, dass wir natürlich nach Berlin gehen, weil da gehört es eigentlich am Ende wirklich hin. Ja. Und so hat auch Sky mittlerweile gesagt, wir sind dabei. Ich will jetzt nicht hier Name-Dropping machen, aber den größten Preisträger in diesem Jahr muss ich schon nennen. Jürgen Klopp, Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool. In Dortmund haben sie ihn alle noch im schwarz-gelben Herzen. Was hat der Kloppo gesagt, als er nicht nur Welttrainer wurde, sondern auch deutscher Fußballbotschafter? Er konnte noch nicht viel dazu sagen, weil wir waren schneller. Letztendlich, die Auszeichnung von uns kam ja zuerst. Wichtig ist aber dazu zu sagen, dass Klopp uns natürlich eine ganze Menge geholfen hat, auch von den Mediawerten, auch im Ausland. Wir haben sehr viel Media bekommen im Ausland. Und das ist genau dieses Konzept auch, was wir gemacht haben. Die Petra Landers zum Beispiel, die keiner kennt, die war sehr, sehr aktiv in Sambia unterwegs, die haben wir auch dort besucht und die profitiert natürlich auch oder soll profitieren von der Bühne, die auch ein großer Name wie Klopp auch einfach aufstößt. Sambia, Afrika, viele Trainer sind schon bei euch geehrt worden, natürlich Fußballer auch wie Schweini oder auch Miro Klose oder zuletzt Marc-André Ter Stegen. Aber die Trainer, die in Afrika tätig sind oder in aller Welt, quasi Prinzip Rudi Gutendorf, könnte ich jetzt auch nennen, Otto Pfister etc., die machen etwas, was ich benennen würde mit Kulturtransport. Die versuchen im positivsten Sinne auch deutsche Werte im Ausland vorzuleben, oder? Genau, wie du gesagt hast, im positiven Sinne, das ist das Wichtigste. Und das ist auch die Grundidee letztendlich vom deutschen Fußballbotschafter, dass wir sehen, sie haben so viel Verantwortung, so viele Möglichkeiten auch und die müssen das auch leben letztendlich. Und dann gehören so Punkte dazu wie Respekt, wie Demut, diese Punkte wieder zu leben, die teilweise ein bisschen im heutigen Fußball ein bisschen verloren gehen vielleicht. Dazu kann Klaus bestimmt noch mehr sagen. Aber das ist eigentlich der Ansatz, dass wir sagen wollen, mit gutem Beispiel vorangehen, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Demut, Respekt, mit gutem Beispiel vorangehen. Gorbatschow hat sowas gemacht. Ne? Wir sind im Jahr 30 des Mauerfalls. Klaus, du bist angesprochen worden. Demut, Respekt, Wertevermittlung. Das ist auch das, was dich antreibt.
Natürlich, klar. Also wir setzen uns für die Fußballfans ein, wir setzen uns aber auch operativ natürlich für Spieler und für Schiedsrichter ein. Das heißt, wir machen jetzt momentan ein ganz großes Projekt, ich hoffe bald mit dem DFB gemeinsam, indem wir uns ja darum bemühen, dass der Schiedsrichter grundsätzlich in seiner öffentlichen Wahrnehmung positiver wahrgenommen wird. Und das nicht nur im Profibereich, sondern das natürlich auch ganz besonders im Amateur- und im Jugendbereich. Und dass dieser Respekt auf dem Platz auch übertragen wird, wenn man den Schritt über die Linie macht, raus in die Gesellschaft. Haben wir ja gerade gravierendes Thema im Amateurbereich. Wir wissen alle, die Gewalttätigkeit, die Aggressivität gegenüber den Schiedsrichtern nimmt zu. Ihr habt ja mit Urs Meier, meine ich, also ehemaliger Weltschiedsrichter, einen Top-Repräsentanten, der ja auch an die Basis geht mit dem FC Playfair. Absolut. Also Urs Meier sitzt bei uns im Vereinsbeirat. Darauf sind wir stolz. Wir haben wirklich tolle Leute bei uns im Vereinsbeirat. Neben Urs Meier noch Cem Özdemir und Markus Hörwig. Und ganz ehrlich, Urs Meier ist eigentlich auch der Pate dieses Projekts. Der hat es bei uns reingekippt und ich bin nächste Woche, glaube ich, mit ihm gemeinsam in Frankfurt. Wir praktizieren das in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren. Einmal davon nächste Woche in Frankfurt. Beim FSV, ne, wenn ich das richtig sehe. Urs Meier ist auch immer beim Deutschen Fußballbotschafter, ich zum Glück auch, und habe den Urs da schon öfters getroffen. Ähnlich sympathischer Kerl wie die beiden hier. Wen habt ihr denn so in euren Gremien? Ach so, kleiner Fun-Fact, aber viel wichtiger als nur Fun. Die beiden sind auch gegenseitig Mitglied in ihren Initiativen. Ja? Wen habt ihr denn darüber hinaus? Ganz, ganz verschieden. Also wir haben natürlich, gerade wichtig ist für uns die Jury, weil wir natürlich bestimmte Kriterien in der Jury haben. Der Juryvorsitz ist der Rainer Holzschuh vom Kicker, wie du angesprochen hattest. Aber da sitzen auch Leute drin wie Berti Vogts oder neuerdings jetzt Horst Rubesch als Beispiel. Wir haben ganz verschiedene Leute aus ganz bestimmten Bereichen. Der Urs Meier zum Beispiel sitzt bei uns im Beirat wiederum, weil wir natürlich auch ein bisschen die Expertise von dieser Seite brauchen. Zur Jury nochmal, Lutz Pfannenstiel ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, doch inzwischen wahrscheinlich schon, aber das ist so ein richtiger Weltenbummler, wie wir ihn brauchen. Und du hattest damals, leider ist er verstorben, angesprochen, Rudi Gutendorf. Der war eigentlich von der ersten Sekunde an unser Schirm her und das ist das, was wir eigentlich auch zeigen wollen letztendlich, dass man auf der Welt unterwegs sein kann und einfach mit einem positiven Beitrag das tolle Image, was eigentlich Deutschland in ganz, ganz vielen Ländern, weil ich besuche die auch immer alle, in der Welt hat, das müssen wir einfach ein bisschen hüten und pflegen. Ja, Lutz Pfannenstiel habe ich vor ein paar Wochen noch einen schönen Podcast mitgemacht, könnt ihr hören. Bisschen soll keine Werbung sein, aber einfach Fußball, WDR2, Sportschau.de, Lutz Pfannenstiel, ein Weltreisender, auf allen Kontinenten war der aktiv. Ich glaube, das ist auch etwas, ja, was euch verbindet. Ja. Roland, du bist ja jetzt natürlich über den Deutschen Fußballbotschafter, weil er ist ja ehrenamtlich tätig, und auch auf anderen Kontinenten unterwegs. Du warst in Afrika bis in Asien, hast auch viel mit Katar zu tun. Und ich war ja selber da im Januar. Katar hat einen sehr negativen Ruf in den Medien, zu Recht? In meiner Augen absolut nicht, obwohl ich mal Gefahr laufe, wenn ich das erstmal sage. Aber ich muss das einfach sagen, aus dem einfachen Grunde, weil ich denke, in dem Moment, wenn sich die Menschen ein bisschen näher damit befassen und nicht nur an der Oberfläche, also es ist nicht alles auch richtig, was in der Presse steht, kann ich auch ganz deutlich sagen. Ich war jetzt sehr, sehr oft, ich bin sehr lange, seit fast 14 Jahren eigentlich unterwegs dort unten und habe viel kennenlernen dürfen, eine große Gastfreundschaft und alles. Jeder macht Fehler, ganz klar, aber es ist nicht so, wie es hier dargestellt wird in der Vehemenz. Ja, ich war selber da in einem Museum gegen die Sklaverei, war sensationell, sollte man sich angucken in Doha. Ich dachte, die klagen die Sklaverei in Westeuropa und den USA an, aber nein, sie haben die eigene Sklaverei bis hin zu den Blue-Collar-Workern, also denjenigen, die im Stadion arbeiten, dort selbstkritisch reflektierend gezeigt. Wer zur WM fährt, sollte sich das angucken. Klaus, WM ist der große Fußball. Amateurfußball kümmert ihr euch auch drum. Und dazwischen liegt die Bundesliga. Vielleicht ein neues Metier für dich? Vielleicht, ja. Ich bin momentan dabei. Ich kandidiere beim VfB Stuttgart. Am 15. Dezember findet die Wahl statt und ich würde mich freuen, wenn es klappt, ja. Ich finde, der Klaus ist deshalb ein so spannender Kandidat. Es gibt ja noch zwei bis zur Wahl am 15. Dezember, weil er als Unternehmer erfolgreich ist und so wie wir ihn jetzt hier kennenlernen, immer bodenständig und mit dem FC Playfair, glaube ich, die Brücke baut zwischen Fankurve und VIP-Bereich. Ich habe das schon mal thematisiert.
Ist das so dein wichtigstes Fund, dass du als Persönlichkeit die Welten miteinander verbinden kannst? Ich glaube, einmal natürlich intern, wenn man national denkt, ist der FC Playfair ein ganz wichtiges Pfund, weil es wirklich 100 Top-Leute aus dem Fußball sind, die ohne Interesse sich ehrenamtlich für die Basis, für die Fans einsetzen. Das zweite Pfund ist natürlich auch die Tätigkeit seit Jahren im Mitgliederausschuss beim VfB Stuttgart, ehrenamtlich tätig zu sein. Das heißt, da bin ich schon sehr nah dran am Verein, habe da schon über Jahre viel mitbekommen. Und ja, und was das Ganze so ein bisschen schön eigentlich abrundet, ist die Tätigkeit bei Roland, beim Deutschen Fußballbotschafter, weil das dann doch die internationale Tür zur großen, weiten Welt noch öffnet. Und ich glaube, alles zusammen mit dem Fundament als Unternehmer ist das, glaube ich, eine ganz gute Basis oder ein Mix, der vielleicht den Unterschied ausmachen kann. Ja, diesen Mix durfte ich mehrfach schon kennenlernen. Ich war bei ihm im Unternehmen, Thema Recherche. Was ich gesehen habe, Thema Nachhaltigkeit wird groß geschrieben, ökologisches Denken und vor allen Dingen nett miteinander umgehen. Da herrschte eine super Arbeitsatmosphäre. Klaus, Kompliment dafür. Ja. Roland, was sind deine nächsten Projekte? Hui, wir haben jetzt gerade eine Charity-Auktion laufen, unsere erste jetzt für den Deutschen Fußballbotschafter. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, weil wir haben ganz große Namen, nicht nur aus dem Fußball dabei. Jetzt Nico Rosberg hat sich dazu bereit erklärt, Dirk Nowitzki ist dabei, also die großen Namen des Sports. Bedingung war immer, sie müssen Fußballfans sein, sonst geht's nicht. Das läuft aktuell mit United Charity zusammen. Und die nächste Saison, ich nenne es immer Saison, startet ja jetzt quasi schon mit der Jury-Sitzung, mit der Auswahl. Und ich will einfach nur mal sagen, es geht nicht nur um die Award-Verleihung. Das ist unser Leuchtturm natürlich, aber es geht letztendlich das ganze Jahr über, sind wir unterwegs, haben eine ganze Menge zu tun. Es kommen auch immer mehr Anfragen. Ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden, dass die Richtung richtig ist. Aber wir müssen natürlich zusehen, dass wir das auch irgendwie finanziell alles gestemmt bekommen. Ist nämlich nicht ganz so einfach, weil es wird immer größer. Aber es ist eine Fußballbotschafterfamilie geworden und das war mir eigentlich wichtig. Und deswegen freue ich mich auch so, dass der Klaus mit dabei ist, weil letztendlich wir sind eine Familie, die eigentlich alle unterm Strich eine gleiche Richtung haben, über die Werte uns definieren. Schöneres Schlusswort hätten wir nicht finden können. We are family. Wir haben hoffentlich Werte in der Vermittlung. Danke für euer Interesse. Wer mehr erfahren will, den FC Playfair gibt es natürlich im Netz, logisch, auch den Deutschen Fußballbotschafter. Klaus als Kandidat ums Präsidentenamt beim VfB hat jetzt auch noch einen eigenen Auftritt im Internet. Schaut mal rein. Ich danke euch für eure Zeit und für eure tolle Arbeit. Ne? Bitte weitermachen. Dankeschön. Bitte weitermachen, Dankeschön, Roland. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Ciao.